Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Star Wars Basis Gaming. Wir sind immer noch in Empire at War mit dem Fall of the Republic Mod und sind dabei, gegen die Republik anzutreten. In der letzten Folge haben wir über Neuplimto das Wahnsinnigste geschafft überhaupt. Ein Mandator, 2 Dreadnought, das größte Schiff der Republik hier, den Supersternzerstörer der Republik zu besiegen. Wenn ihr wissen wollt, wie, schaut in die Folge von letzter Woche, wollte ich fast sagen. Nein, schaut einfach in die letzte Folge hier rein. Oh, Stockpile Credits bei 25.000. Ob wir das schaffen? So oder so, Duro wird jetzt hier schon länger belagert. Da hab ich Schiss, dass wir da angegriffen werden. Beziehungsweise, dass wir da die Bodeninvasion kriegen. Deswegen hau ich lieber hier meine Einheiten rein und greife die mal eben kurz an. Und ich trinke mal einen Schluck eben kurz. Und hoffe einfach, dass die Anzahl an Jägern und Bombern, die wir hierbei rauskriegen, ausreicht, um die Dreadnoughts hier anzugreifen. Denn wir hatten das ja jetzt schon öfter, dass eine Flotte in dieser Größe uns angegriffen hat. Dann habe ich hier all meine Schiffe reingeholt und dann sind die geflohen. Da habe ich hier ein bisschen Schiss vor. Deswegen geht hier auf die Ende. Oh mein Gott, er ist schon weg. Wow. Ich meine, es sind auch noch diese PDF-Dreadnoughts, die Planetary Defense-Dreadnoughts. Die sind nicht so stark, aber trotzdem. Es ist krass, dass die hier so schnell weggehen. Und holen wir hier nochmal langsam aber sicher ein paar mehr rein. Solange die Engines hier weg sind, können die eh nicht mehr fliehen. 1, 2, 3, 4. Alle Jäger und Bomber hier drauf. Ja, gut, die können nicht mehr fliehen. Alle Engines weg. Nichts verloren. Der hat zwar seine Schilde verloren, aber das war's. So muss das. Und zurück zur Galaxiskarte. Sehr schön. Und damit können wir jetzt hier... Na, haben wir noch jemanden vorne drin? Haben wir noch. Sehr gut. Nur nochmal, um sicher zu gehen. 152 Gegner haben wir hier. Aber wir haben den so gut wie alle... Oder nicht so gut wie wir haben den alle Raumverteidigungen genommen. Alle Raumstationen sind weg. Das heißt, da kriegen die nicht nochmal irgendwas Neues. Und wir können dafür unsere Jäger und Bomber hier reinholen. Und dann hoffen, dass das ausreicht. 1, 2, 3, 4. Du kommst rein, du kommst rein, du kommst rein, du kommst rein. Fertig. Und damit der Victory, wenn der so weit vorfliegt, hat er keine Chance mehr. Aber wir können auch erst auf die Arcadians gehen. Was auch immer zuerst kommt, wird vernichtet. Ob wir die komplette Flotte hiermit vernichten können mit den Jägern, weiß ich nicht. Aber vielleicht wäre es auch angebracht. Na gut, der da nervt mich zwar, aber wenn er so weit vorfliegt, um vernichtet zu werden, soll er es machen. Die nächste Arcadians vernichten. Dann auf den Dreadnought bitte. Ah, ganz ist sie nicht vernichtet. Jetzt ist sie ganz vernichtet, okay. Auf den Dreadnought. Denn diese kleineren Sachen wie die Arcadians und so... Ah, kommen jetzt ein paar viele an. Ich möchte auch nicht, dass wir hier Verluste erleiden. Der lebt aber noch. Zum Großteil. Die Arcadians ist dafür in Flammen aufgegangen. Sehr gut. Auf die nächste Arcadians gehen. Es geht mir nur darum, die so weit auszudünnen, dass man es hier aushalten kann. Hier ein Stückchen zurück. Spricht ja nichts dagegen, dass meine größeren Schiffe auch ein bisschen was kämpfen, aber... Muss jetzt ja auch nicht gegen die komplette Flotte sein. Vielleicht müssen wir gleich fliehen. Ah, das ist immerhin noch ein PDF-Dreadnought. Schauen wir mal. Ihr auf den Karak. Macht eure volle Feuerkraft hier. Sehr schön. Dann auf den Dreadnought. Hier drauf. Ihr vier auf die Arcadians. Oh, der verliert aber gerade schon ein bisschen viel. Das will ich jetzt auch nicht. Nein, 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 bleib stehen. Sobald das weg ist, retreaten wir. Denn der Invincible-Class-Dreadnought, der haut hier mit seinen Raketen drauf. Es ist nicht das stärkste Teil dieser Invincible-Class-Dreadnought, aber der zusammen mit dem Victory hier, mit ihren Raketen, die tun mir gerade schon ein bisschen weh. Ja, ich denke, wir hätten noch ein bisschen mehr schaffen können, hätten wir unsere Einheiten nicht so weit vorgeschickt. Aber egal. Es ist egal. Ja, wir haben nichts verloren. Die dafür eine halbe Flotte. Und damit dürfte Lorunar gleich auch einnehmbar sein. Ich denke mal,
in diesem Durchlauf dürfte das jetzt funktionieren. Ich kümmere mich jetzt auch gar nicht mehr um die Arctins und die anderen Sachen mit den Bombern. Wenn die durchkommen, kommen sie durch. Was wichtig ist, ist jetzt, zuallererst werden wir auf den Victory und danach den Invincible gehen. Und dann müssen halt die ganzen Dreadnoughts drankommen. Und dann schauen wir weiter. 1, 2, 3, 4. Fertig. Schneller. Wie viele Dreadnoughts? Okay, es sind immer noch 5 Dreadnoughts. Es ist nicht wenig, 5 Dreadnoughts. Aber erstmal auf den Victory. Der ist am weitesten vorne von den beiden größeren Schiffen. Deswegen gucken wir, dass der hier vernichtet wird. Wenn die durchfliegen, fliegen sie durch. Dann sind sie suizidal. Sollen sie machen. Während wir die hier auseinandernehmen, mache ich einmal ganz kurz Werbung. Wenn ihr das Spiel selber spielen wollt, schaut mal unten in die Videobeschreibung. Findet ihr einen Link zur MMOGA. Da könnt ihr Game Keys super preisgünstig kaufen, wie eben auch hier für Empire at War. Meistens so um die 5 Euro. Was deutlich besser ist als der Steam-Listenpreis. Und wenn ihr über den Link was bestellt, kriegt ihr auch eine kleine Provision, womit ihr mich riesig unterstützt. Und dann, wenn ihr da was bestellt habt, egal ob jetzt das oder irgendwas anderes, kriegt ihr den Game Key per E-Mail zugeschickt und könnt ihn dann eben bei Steam oder wenn ihr ein Spiel für irgendeine andere Konsole oder so holt, da eingeben und habt das Spiel dann digital. Vielen Dank, falls ihr darüber was einkauft. Und damit wieder am Ende. Der Victory ist in der Zeit vernichtet worden. Und wir gucken mal, dass... war es mit dem Invincible Class Dreadnought? Der hat keinen Antrieb mehr. Damit helfen wir jetzt erstmal dem Rest der Flotte, indem wir hier auf die PDF Dreadnoughts gehen. Wie gesagt, nicht die stärksten Dinger, die die Galaxis je gesehen hat. Was daran liegt, dass die wegen der Rusan-Reformation ungefähr 1000 Jahre vorher die Republik und alle Mitgliedswelten sich dazu bereit erklärt haben, Schiffe zu entmilitarisieren und nur eine bestimmte Anzahl an Waffen und Panzerung auf die Schilde zu packen. Nicht auf die Schilde, auf die Schiffe zu packen. Und deswegen waren halt auch die Dreadnoughts der verschiedenen planetaren Verteidigungsflotten eben auch nur leicht bewaffnet. Und als es dann in die Klonkriege ging, wurden natürlich auch schon vorher Schiffe weiter bewaffnet, was gegen die Rusan-Reformation ging, einige aber trotzdem gemacht haben. Und die sich an die Rusan-Reformation gehalten haben, haben dann relativ schnell, als die Klonkriege anfingen, aufgerüstet. Was die Republik hier in diesem Fall scheinbar mit denen aber noch nicht getan hat. Okay, ich muss mal einmal kurz husten und einen Schluck trinken. Entschuldigt dafür. Auf die schwere duale Turbolaser-Batterie und damit hat sich das, würde ich sagen. Lasst uns mal hier auf die Arctins gehen und dann auf... Ja, jetzt wollt ihr fliehen. Jetzt, wo die ganze Flotte vernichtet ist. Ach, meine Güte. Lorona, was machen wir nun mit dir? Einnehmen, würde ich mal sagen. What? E-Bug 9 haben die eingenommen. Wir haben Kate und Amalia gekriegt. Einfach so. Okay. Nehme ich. Ionenkanone. Irgendwie kam das jetzt... Ha, verstehe ich nicht so ganz. Warum wir die jetzt gekriegt haben, weil das ist noch nicht... noch nicht beim zweiten Mal durch, aber gut, nehme ich. Ah, da ist E-Bug 9. Wahrscheinlich dann von der... vom Banking-Clan? Das verwirrt mich gerade. Nicht nur ein bisschen, sondern sehr. Hier haben wir nicht die... Oh mein Gott, hier haben wir nicht die besten Einheiten. Und das ist nicht gut, denn hier brauchen wir die besten Einheiten. Schwächt natürlich jetzt hier die Position. Müssen wir gucken, dass wir hier deutlichst besser uns verteidigen. Aber Lorona scheint jetzt der neue galaktische Senat zu sein. Republikanische Senat. Wir landen vermutlich hier, müssen die Landezone nehmen und dann müssen wir uns wahrscheinlich erstmal gegen die verteidigen. Das wird nicht einfach und das wird vermutlich nicht ohne Verluste gehen. Schauen wir mal. Okay, wir warten aber auf Grievous und seine Gefolgsleute. Sorabulk nach vorne. Und das müssen wir langsam angehen. Diese Bodenschlacht muss langsam und methodisch gehen, dass wir so wenig wie möglich Verluste nehmen. Und übrigens, für diejenigen unter euch, die das geschrieben haben, ich habe eure Kommentare gesehen, dass einige von euch ganz gerne
eine Schlacht mit nur Kampfdruiden sehen würden. Eine massive Schlacht mit Kampfdruiden. Und das würde ich gerne für euch machen und mit euch machen. Aber dafür müssen wir uns ein bisschen Zeit nehmen. Sollte ich mal mit der Produktion jetzt bald beginnen. Und dann gucken wir mal weiter. Ich würde sagen, ich schicke dich mal hier hin und lass dich mal aufstellen. Dann gucken wir mal weiter. Du gehst mal hier hin. Ah, die Druidikas hätte ich gerne eher. Warte mal. Ach, der steht da schon, der Grievous. Okay. Oh mein Gott, was ist hier los? Sorabulk, du musst hier mal ganz dringend mithelfen, aufzuräumen. Und ihr alle hier lang. Ihr beiden helft Sorabulk hier hoffentlich. Da ist ein ATTE. Mach mal hier deinen Jedi Mind Trick vielleicht. What? Das kann so weit schießen. Okay. Oh, Sorabulk, hau ab. Sorabulk, hau ab. Oh nein, 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 nein. Run, Luke, run. Ja, auf jeden Fall. Oh mein Gott, vielleicht. Vielleicht kann er überleben. Bacta-Tank. Anti-Flugturm. An mehr kann ich gerade nicht denken. Alter, ich hätte gedacht, er ist tot. Okay, und ihr sterbt definitiv auch. Aber vielleicht kannst du hier mal einmal ein bisschen deine Macht walten lassen. Einer von euch bitte hier hinten bleiben. Ja, alle anderen könnt hier mal rein. Anti-Flugturm hier drüben bitte hin. Flugeinheit hier lang. Anti-Flugturm. Und dann brauchen wir aber relativ dringend einen Reparaturturm irgendwo. Vermutlich hierhin. Ich will auf jeden Fall diese Landezone hier. Die will ich haben. Will ich nicht, dass da irgendwer die von mir wegnimmt. Schon auf den ATPT. Die ATPTs machen uns hier das Leben zur Hölle. Na, dann bleib mal zurück, Grievous. Sorabulk darf bitte mitkommen. Ah, vielleicht. Vielleicht können wir das. Oh, das war jetzt aber gemein. Ich würde sagen, vielleicht kriegen wir das jetzt einfach so schnell hier genommen, aber nicht mit dieser AV-7 Anti-Fahrzeugkanone, die hier angreift. Die Swarm-Speeder sind unschön. Ich würde nur hoffen. Nein, das schafft er nicht. Das schafft er nicht. Reparaturturm. Oh, die Rakete darf dich nicht treffen. Flieg, 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 flieg. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Grievous. Ah, es ist echt. Echt ein Problem hier gerade. Ich weiß auch nicht. Ich habe vermutlich noch 0 Einheiten vernichtet. Zieht euch kurz ein Stück zurück. Ah, schön. Protodeka? Fragezeichen? Ist es Zeit? Es ist Zeit. Protodeka mit ein bisschen Verstärkung, würde ich mal sagen. Und ihr dürft damit auch zurückkommen. Oh, die werden hier alle vernichtet. Wahrscheinlich die Swarms wieder, würde ich zumindest hoffen. Den hier hinzustellen und das relativ schnell war eine ziemlich gute Entscheidung. Oh, seht euch das hier an, wie das aussieht. Die Kanone hier. Der Protodeka verliert auch hier ein bisschen was, aber es geht noch. Gucken wir mal. Den Protodeka will ich natürlich auch auf gar keinen Fall verlieren. Nicht gut. Das sind ARC-Trooper von da drüben. Ah, vielleicht habe ich hier auf das Falsche gesetzt. Okay. Luke. Das LATI wegzukriegen wäre schön. Oh. Kannst du mal hier auf das LATI jetzt gehen? Das da kann dir gestohlen bleiben. Komm schon. Jawohl, das dürfte reichen. Das reicht aus. Sehr schön. Und du gehst bitte hier drauf. Das LATI muss weichen. Ah, entschuldige den Huster. Ich weiß gerade nicht, was hier los ist bei mir. Das Ding ist vernichtet. Sehr gut. Ihr könnt mal hier lang kommen.
Und dann ist die Frage... Wir sollten wahrscheinlich gleich uns einmal kurz zurückziehen. Ihr auf jeden Fall. Ah, ich hätte ja unterschiedliche Panzer nehmen sollen. Ich dachte mir, ah, cool, AATs. Oh, okay. Ich flieg mal mit ihm hier einmal durch, denn gleich haben wir hoffentlich unsere Orbitalbombardement. Damit würde ich ganz gerne irgendein Gebäude vernichten. Okay, kommt mit. Hier ein Anti-Flugturm vielleicht nochmal. Anti-Flugturm, damit der hier nicht allzu nah hinkommt. Oh, hier sind aber eine Menge an Türmen. Das gefällt mir nicht so. Greif hier mal bitte an. Solange der kein Leben verliert, kann ich ja versuchen, die Baracken hier zu vernichten. Da kommen genügend Einheiten raus. Unendlich Einheiten. Eine der wenigen Strukturen, die hier unendlich Einheiten bringt. Deswegen... Lass uns das mal gucken hier. Die Light Factory bringt auch einfach zu viele Sachen. Oh, das ist nicht gut, dass der jetzt so viel Schaden nimmt. Fliegt mal ein bisschen hin und her vielleicht. Bombardierung würde ich jetzt gerne wirklich machen, sonst ist er gleich vernichtet, bevor irgendwas passiert. Und ich will nicht, dass er vernichtet wird. Bombardierung, bitte. Aber ansonsten können wir auch pingen, ne? Oh mein Gott, es war unnötig. Ich hoffe mal, dass wir dann auch so weit pingen können. Ja, sieht danach aus. Oh, das wäre super, wenn wir jetzt hier zwei Gebäude vernichtet bekommen würden. Ist das das Senator's Office? Ich weiß nicht, ob wir das Senator's Office mit einer Bombardierung hier alleine hinkriegen. Aber das dürfte auf jeden Fall gehen. Nehmt das LAT. Ich weiß nicht, ob das... Ah, okay. Das wird wohl nicht vernichtet. Gut. Wir ziehen uns einmal kurz zurück. Damit dürften wir wesentlich weniger Einheiten hier auf gegnerischer Seite... Nein! Das ist noch vernichtet worden, das MAF Gunship. Och, Mann. Das war cool. Ich will nicht, dass das vernichtet ist. MAF Gunship, wo bist du? Ich will mehr von dir bauen. Und diese HML Company haben wir noch gar nicht. Müssen wir auch mal gucken. So oder so. Es ist schade zu sehen, dass das Ding weg ist. Mit Sorabulk nochmal. Die haben noch so eine Kanone jetzt? Oh, die haben bestimmt schnell noch eine gebaut. Entschuldigt den Huster, ich weiß nicht, was los ist. Irgendwie scheint meine Stimmbänder irgendwie gereizt zu sein. Ich beginne hier mal. Dass Sorabulk denkt, er wäre Skywalker. Wobei der stirbt, bevor Luke Skywalker überhaupt geboren ist. Komische Gedanken, die mir da in den Kopf kommen. Naja. Reparatur und Bacta-Tank. Ihr alle hier runter. So schnell wie geht. Ah, die sind hier schon... Oh mein Gott. Das ist nicht so gut, dass wir jetzt hier schon einigermaßen vernichtet werden. Ah, ich habe die beiden vergessen. Nein. Die sind doch viel zu wichtig. Und Mr. Grievous. Ja gut. Die beiden hätten jetzt meinen Druidikas Rückendeckung geben können. Können sie jetzt... Nur noch... Ja, jetzt sind die Druidikas zwar aufgebaut, aber... Ja, ist schwierig. Oh mein Gott. Vielleicht hätte ich doch den Anti-Flugturm machen sollen. Komm, vernichte ihn. Ah, jetzt machen sie es aber. Komm, vernichte den. Und jetzt haust du mal ab. Hier hoch. Ich habe nur keinerlei Möglichkeiten hier. Nein. Nein. Böse. Böse. Oh, Sorabulk ist hier. Das ist immer. Sorabulk ist so knapp davor zu sterben. Aber wirklich. So knapp. Oh Mann, jetzt ist Grievous hier im Visier. Das Problem ist nur, ich habe hier keinen Antiflugturm. So mal gar nicht. Antiflugturm. Oh, Grievous, lauf! Lauf. Ich habe aber auch gerade keine Ahnung, wie ich diese Situation jetzt hier wieder rumdrehen soll. Du kannst mal hier auf den ATT. Ah, das bringt mir nichts, wenn solange der ATPT da ist, bringt mir das rein gar nichts. Auf zum Bagdad-Tank. Und komm schon. Schieß. Oh Gott. Stell das Ding.
Du zerstörst jetzt mal eben... Oh Gott, da kommen zu viele Klone raus. Haben wir das LATI besiegt, oder... Ist es einfach... Nee, es ist abgehauen. Ach man, es ist mies. Rollt hier hin. Wenn ihr hier hingerollt kommt und das einnehmt, dann haben wir bessere Chancen. Aufstellen. Hä? Was hat die denn gemacht? Die hätte uns wegbombardieren können, aber anstatt dessen macht die nichts. Okay. Nimm ich? Nimm ich sehr gerne. Okay, da will ein UTAT zerstört werden. Okay. Oder auch nicht. Schade. Immerhin, das ATT ist besiegt. Damit kann ich jetzt hoffen, die hier hinzuholen. Soll ein Anti-Flugturm kommen? Das glaube ich kaum. So muss das. Die Landezone sichern. Männer, die Landezone sichern. Anti-Flugturm. Solange hier ein LATIs rumfliegen, ist nichts, nicht sicher, nichts heilig. Und schon. Persuader-Panzer hier runter. Sehr gut. Hier lang. Ja, da haben sie jetzt Schiss, ne? Da haben sie Schiss. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und gleich, wenn wir den Sensor-Ping machen können, hier Anti-Flugturm nochmal. Sobald wir den Sensor-Ping machen können, ist alles in bester Butter, sozusagen. Um es mal ganz falsch zu sagen. So. Da haben sie... Aha. Ja, zieht euch mal hier ein Stückchen zurück. Ja, alle hier drauf. Kommt schon. Jawohl, das LATI ist weg. Wird wahrscheinlich nicht lange anhalten, weil die noch einen spawnen können. Oh, nein, 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 nein. Nicht so schnell hier. Einer von euch vielleicht nochmal hier hin. Noch ein Anti-Fahrzeugturm, das will ich jetzt auch nicht. Los, alle schnell auf das UTAT. Vernichtet es. Sehr gut. Aber ich weiß halt nicht, ist das Senator's Office... Kriegen wir das mit einer Bombardierung hin? Ich weiß es wirklich nicht. So, du kannst die mal hier überfliegen, würde ich sagen. Hier lang. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Die schnetzeln sich dadurch. Sorabulk, den Turm hier nehmen. Und ihr arbeitet euch hier weiter vor. Einer von euch, ich will wissen, was hier unten ist. Nicht da. Nee, da muss das. Da muss der Senat sein, da unten. Okay. Ja, gut, da kommst du dann eh nicht lang. Einmal hier den Sensor-Ping machen. Orbitalbombardierung. Halt. Ihr nicht hier lang, ihr geht hier lang und macht einen Reparaturturm. Was geht eigentlich noch? Grievous hat noch in Ordnung Leben. Reparaturturm wird vernichtet. Okay, wer hätte das gedacht? Das Ding ist auf jeden Fall weg. Das ist schon mal gut. Wenn ihr den Senat hier vernichten könnt, wäre das echt der Hammer. Geh weiter hier drauf. Solange kein anderer guckt. Oh Gott, ist das nervig. Aber gleich kommt die nächste Bombardierung. Hier geht es noch einigermaßen. Hier lang, kommt schon. Wie geht's dir? Dir geht's nicht so gut. Anti-Flugturm hier hin. In der Hoffnung, dass es hält. Und ihr hier lang. Rabulk nochmal hier hin. Uiuiui, das kann knapp werden. Okay, ihr bringt gerade gar nichts hier. Hier drauf. Ah, oh, ich will den nicht verlieren. Alle von euch aufs LATI. Schnell. Anti-Flugturm. Ne. Ja, das war's mit dem MTT. Wahrscheinlich. Oh mein Gott, wenn der das überlebt, ne? Oh Gott. Bombardierung hier drauf. MTT. Flieh. Die alle ein Stückchen hier lang. Wenn das MTT das überlebt, das wäre ein Wunder.
Na gut. Ihr schafft alle nichts. Hau ab. Oh mein Gott, warum habe ich die nicht mitgenommen? Und was macht ihr da? Zurück, 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 zurück. Erstmal ein Stückchen zurück und dann gucken wir weiter. Steht das Ding noch? Nein, es steht nicht mehr. Sehr gut. Dann können wir hier drüben einen Reparaturturm vielleicht machen. Und vielleicht ein bisschen unsere Einheiten überleben lassen. Reparaturturm. Und Sorabulk einmal hier drauf. Grievous. Grievous. Bitte auch einmal hier drauf. Du kannst dahin sprinten auch. Jawoll, wir verlieren das MTT nicht. Und Grievous überlebt hoffentlich in irgendeiner Art und Weise. Sorabulk? Hä? Den hatte ich von Anfang an hier drauf geschickt. Oh Gott. Stellt sich, widersetzt sich den Befehlen des Oberbefehlshabers hier. Ihr kommt hier lang. Einmal den hier. Und dann den Fahrzeuggenerator hier vernichten. Hier rüber. Komm schon. Die leichte Fabrik bitte vernichten. Und damit sollten wir gewonnen haben. Das war das Letzte, was Einheiten spawnen kann. Und sie fliehen. Sehr schön. Loron, na, gehört uns. Alter, war das ein Kampf. War das ein Kampf. Damit kann ich aber auch sagen, Devaron kann hier das mal ein bisschen verlieren. Bei Akdul, die Handelsföderation ist bald gut umgarnt. Ist die Frage, was wir da an Raumschiffen vielleicht und an Bodeneinheiten bekommen, wenn wir die Trade Federation integriert bekommen. Kominor kriegen wir. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Definitiv die Verteidigung mal ein bisschen raufschrauben. An den Planeten und weiter umgarnen das Ganze. Jetzt müssten wir doch für Trade Federation haben wir 85 Punkte. Okay. Sehr, sehr schön. Wenn wir dann Talasea haben, können wir die Flotte hier von Caton Almeida mitnehmen. Wunderbar. Wunder, wunderbar. Corellia und Talasea, würde ich sagen, sind so die nächsten Ziele, die wir angehen sollten. Lasst uns die mal hier mit rübernehmen. Und im Prinzip, ja gut, so viel Geld haben wir gerade auch nicht, aber ansonsten hätte ich jetzt gesagt, dass wir vielleicht mal auch andere Fraktionen umgarnen, wie zum Beispiel, weiß ich nicht. Hier vielleicht mal die Techno-Union. Talasea, wie sieht's bei dir? Oh mein Gott. Die haben nicht viel, aber ich würde sagen, mit einem Blick auf die Uhr lassen wir uns das für die nächste Folge. Ich hoffe, euch hat das Ganze heute gefallen. Wenn es hat, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da und damit euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.